Hallo, liebe Freunde. Hallo, liebe Studentin. Hallo, lieber Schüler. Wir berichten heute vom Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, also Berichterstattung vom Viertelfinale oder von den Spielen im Viertelfinale. Im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 trafen am Freitagnachmittag Brasilien auf die Niederlande und am Abend Uruguay auf Ghana. Im Samstagsspiel spielten am Nachmittag Deutschland gegen Argentinien und am Abend Spanien gegen Paraguay. Hier die Ergebnisse. Brasilien unterlag der Mannschaft aus Holland mit 1:2. Uruguay besiegte Ghana nach Verlängerung und Elfmeterschießen 4:2. Am Samstagnachmittag deklassierte Deutschland das sehr stark eingeschätzte argentinische Team mit einem klaren 4:0. Ja, ich wiederhole, der Satz ist etwas lang. Am Samstagnachmittag deklassierte Deutschland das sehr stark eingeschätzte argentinische Team mit einem klaren 4:0. Damit hatte niemand gerechnet. Und am Abend gelang dem amtierenden Europameister Spanien ein mühsames 1:0 gegen Paraguay. Ja, im nächsten Spiel, im Halbfinalspiel, spielt dann Spanien gegen Deutschland, Deutschland gegen Spanien. Philipp, was schätzt du, wer wird gewinnen? Ich denke Deutschland. Sie werden sehr weit kommen in die dieser Deutschen WM. Die Deutschen haben eine Chance. Ja, danke schön.